Ich bin Clarielle und heute habe ich beschlossen, ich möchte ein Haustier. Das ist überhaupt kein Problem. Ich habe hier genug Platz und würde mich auch gut um das Haustier kümmern. Es gibt nur ein ganz kleines Problemchen. Meine Eltern müssen das entscheiden und die muss ich jetzt überreden. Ich habe eine Liste gemacht, wo 10 Methoden drauf sind, die ich machen kann, um meine Eltern zu überreden, mir ein Haustier zu kaufen. Aber was für ein Haustier? Irgendwas Kleines, Schnuckiges. Irgendwas, was zu mir passt. Ein Pferd! Nein, das ist zu groß. Ich weiß es! Ein Goldhamster! Das passt zu mir. So, jetzt muss ich nur noch meine Eltern überreden. Das schaffe ich aber. Auf Punkt 1 steht, lieb fragen. Da werde ich bestimmt meinen Hamster kriegen. Lieber Papi, kann ich bitte ein Goldhamster haben? Nein. Oh, hat nicht geklappt. Dann probieren wir mal den zweiten. Auf Punkt 2 steht Nerven. Das kann ich gut. Papi, 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 Papi. Ja. Ich möchte ein Hamster. Nein. Oh, hat wieder nicht geklappt. Dann nehme ich den Punkt 3. Süß mit dem Augenzwinkern. Das kann ich auch gut. Oh, Papi, bitte, bitte, bitte. Oh mein Gott, du bist so hübsch. Aber nein. Klappt. Auf dem Punkt Nummer 4 steht, ich kümmere mich auch gut. Ich kümmere mich wirklich gut um den kleinen Goldhamster. Mal sehen, ob das klappt. Papi, ich kümmere mich so gut um diesen kleinen Hamster. Du wirst staunen, wenn ich ihn erstmal habe. Bitte, ich mache auch alles weg. Ich streichle ihn noch jeden Tag. Bitte. Das finde ich sehr, sehr gut. Aber nein. Ich habe so lieb gefragt und da hat er trotzdem nein gesagt. Was könnte ich denn jetzt machen? Ich rufe ihn an und dann mache ich so ein Hamsterbild vor mir, dass er mich nicht erkennt. Und dann denkt er, ich wäre der kleine Hamster, der unbedingt zu Clara möchte. Das ist gut. Okay, mein Vater anrufen. Was? Was ist das denn? Ein Hamster ruft mich an. Was? Was? Hallo? Nein! Hallo, ich bin der Goldhamster. Ja und was möchten Sie? Ich möchte unbedingt zu Clara. Ja, aber das geht nicht. Clara darf keinen Hamster haben. Aber sie kümmert sich auch gut um mich. Nein, Clara bekommt keinen Goldhamster. Ende. Auf Wiederhören. Tschüss. Einfach aufgelegt. Was kann ich jetzt nur machen? Jetzt kommen wir zum Punkt 6. Ich sag ihm, ich räume immer den Tisch ab und alles tue ich für dich.
das klappt bestimmt. Oh, Papi, ich werde für den Goldhamster alles tun. Ich räume auf, ich räume den ganzen Tisch auf, stecke ihn wieder ein und ich mache auch alles sauber. Ich mache alles, was du willst, wenn ich einen Goldhamster kriege. Das ist eine gute Idee. Du kannst auch gerne helfen ohne den Hamster. Also, nein. Nee, so mache ich das nicht. Es hat wieder nicht geklappt. Na gut, ich versuche es noch bis 10. Punkt 7. Jetzt werde ich schlimme Methoden einsetzen. Ich werde die ganze Zeit die Luft anhalten. Da muss er mir einen Hamster kaufen. Das klappt. Ich hoffe es! Papi, ich möchte einen Goldhamster haben. Ich halte die Luft so lange an, bis ich den Goldhamster habe. Ja, dann halt mal die Luft an. Ich kann nicht mehr. Du hast gewonnen. Es hat wieder nicht geklappt, auch als ich so schön die Luft angehalten habe. Ich habe mein Leben riskiert. Aber selbst jetzt sagt er nein. Ich komme jetzt zum Punkt 8. Ich sag ihm einfach, ich habe Mami gefragt und dann sagt er bestimmt ja, wenn ich sage, Mami hat ja gesagt. Er würde niemals was anderes sagen als Mami. Papi, ich habe Mami gefragt und sie hat ja gesagt, dass ich einen Goldhamster haben darf. Darf ich? Ja? Sie hat ja gesagt. Mami würde mit Sicherheit nein sagen, genauso wie ich nein sage. Er hat mir einfach nicht geglaubt. Er dachte, ich möchte ihn anschummeln. So war es irgendwie auch. Kommen wir zum Punkt 9. Ich mache Xing Shang Shang und wenn ich gewonnen habe, dann kriege ich meinen Hamster. Ich bin richtig gut bei Xing Shang Shang. Papi, wir machen Xing Shang Shang. Wenn ich gewonnen habe, kriege ich ihn. Indianer-Ehrenwort? Nein. Nein. Ich mache gerne Xing Shang Shang, aber du kriegst keinen Hamster. Das geht jetzt. Shing, shang, shang. Shing, shang, shang. Ja! Nein. Ja. Ich habe gesagt, das geht nicht. Kein Hamster. Ich habe aber als erstes gesagt. Aber er hat Indianer-Ehrenwort gesagt. Mann, oh Mann, wie konnte das passieren? Ich habe bei Shing, shang, shang gewonnen. Wir haben sogar ein Indianer-Ehrenwort gegeben, dass ich dann einen Hamster kriege. Und dann hat er es gebrochen mit einem Nein-Wort. Es bleibt mir nur noch Punkt 10. Das ist sehr kompliziert. Ich sag ihm einfach, das zeige ich euch jetzt. Kommt mit! Papi, ich habe beschlossen, ich möchte kein Goldhamster mehr. Gar kein. Endlich hat sie aufgegeben. Ich möchte große Verantwortung übernehmen. Ich möchte eine Aufgabe haben, die mich weiterbringt. Etwas, wo ich wachsen kann. Ich möchte ein Pferd. Was? Ein Pferd? Nein, du bekommst einen Goldhamster. Papi, ich habe beschlossen. Nicht lachen. Papi. Du
Pap, ich habe beschlossen.